Allen voran, liebe Yvonne, dir. Du hast die Männerrunde gut im Griff, das hast du schon bewiesen. Alle sitzen da, wo sie sitzen sollen. Ich schaue in viele bekannte Gesichter, das erfreut mich. Das ist schon fast wie auf der Wiesn, aber nur nicht ganz. Und deswegen wollen wir jetzt mal üben auf dem Frühlingsfest, wie das so wieder geht. Wenn man aufbaut, wenn man die Leute wieder irgendwie alle herkriegt, wenn man wieder ein bisschen Spaß und eine Freude verbreitet. Und das ist, glaube ich, auch das richtige neudeutsche Setting dafür. Das Feste funktionieren, das haben wir jetzt gesehen. Das haben wir gesehen zuletzt am Samstag am Plärrer in Augsburg, der randvoll war. Auch alle, die gesagt haben, Feste, das geht noch nicht, die Leute haben noch keine Lust und die sind noch viel zu ängstlich. Der ist eines Besseren belehrt worden. Die Abstimmung hat stattgefunden, nämlich mit den Füßen. Und das ist das, was ich diesem Frühlingsfest allen Beteiligten, allen Beschickern, allen Wirten von Herzen wünsche, dass sie auf diesem Frühlingsfest einmal wieder auftanken. Das wünsche ich aber auch allen Münchnerinnen, allen Münchnern, allen Besuchern, auch von weit und fern. Es gibt ja viele Amerikaner, die statt auf das Thema Spring Break zu fahren, auch das München Frühlingsfest gerne besuchen. Ich hoffe, dass wir viele Gäste auch von auswärts bekommen. Das bringt der Stadt München nicht nur Ruhm und Ehre, sondern es bringt der Stadt München auch tatsächlich viel Geld. Hotels wollen gefüllt werden, Restaurants auch außerhalb des Frühlingsfestes wollen belegt werden, die Brauereien wollen auch ein bisschen was verdienen. Es sei ihnen auch gegönnt. Die Schausteller wollen, dass ihre Geschäfte befahren werden. Und all das, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Frühlingsfest bringen wird. Und ja, wir haben das Thema Ukraine. Und ja, wir werden das Thema Ukraine in der gesamten Stadtgesellschaft auch nicht hinten abfallen lassen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Auch das muss gesagt sein, damit das auch nicht in den Zungenschlag kommt. Jetzt feiern wir alle und keiner denkt mehr an die Ukraine. Der Stadtrat und die Verwaltung, die Münchner Stadtverwaltung mit immerhin 40.000 Mitarbeitern, hat beinahe Unglaubliches geschultert. Auch wenn ich in die Augen der Kolleginnen und Kollegen, die hier auf der Wiesn draußen arbeiten, schaue, auch die sind personell dezimiert worden, weil sie zu diversen Sonderprojekten abgeordnet worden sind. Ob es auf der Messe draußen waren, ob es Unterkünfte waren, die wir aus dem Boden gestampft haben. Wir haben ganz viel gemacht, um den Menschen zu helfen, die zu uns kommen, die fliehen, die Sicherheit, Obhut und auch eine warme Mahlzeit haben wollen. Und auch das sei an dieser Stelle gesagt. Und warum sage ich es? Weil auch die, die helfen und geholfen haben und helfen werden, auch einmal zusammensitzen und feiern dürfen. Und das tun sie hier auf dem Frühlingsfest. Das hoffe ich, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, werden sie auch auf der Wiesn tun. Die schreibende Trumpf, die hier vertreten ist, hat es ja schon so ein bisschen heute geschrieben, der Merkur, dass nächste Woche die Entscheidung ansteht, das ist ein Oberbürgermeister. Ich glaube, es wird eine gute und eine richtige Entscheidung. Da kann sich jetzt jeder ausmalen, was ich damit meine. Ich habe mich da auch im letzten Jahr schon klar dazu geäußert, was ich von der Wiesn 2022 halte. Ich glaube, das ist eine schöne Wiesn, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Frühlingsfest. Und das wollen wir miteinander feiern, das wollen wir miteinander genießen, zusammensitzen. Und einfach auch ein bisschen wieder auftanken. Auftanken für uns, für die Seele, aber auch für das Gemeinsame und für das Zusammensein. Und deswegen freut es mich auch, dass ich hier stehen darf, dass ich in Ihre und Euer aller Augen blicken darf, viele bekannte Gesichter, die ich gerne wieder sehe und mit denen wir dieses Frühlingsfest zusammen feiern. Den Dank an die Presse, an Sie, die Sie heute da sind, die möchte ich ausdrücklich wiederholen. Dieses Frühlingsfest ist ja etwas, was man auch wieder mal in die Köpfe hineinbringen darf, soll und muss, dass es wieder stattfindet. Wer es nicht glaubt, der braucht durch auf der Wiesn vorbeifahren, dann sehe ich das auch gleich. Und das, denke ich, ehrt Sie und dafür der Dank auch von der Stadtverwaltung, dass Sie heute da sind, dass Sie dieses Thema medial begleiten, dass Sie dazu helfen, dass das Frühlingsfest ein voller Erfolg wird. Damit will ich es auch von der Seite der Verwaltung bewenden lassen. Nochmal, Yvonne, an dich einen herzlichen Dank für die Organisation. Ist gar nicht so einfach, wenn man da immer gequält wird mit irgendwelchen Sicherheitskonzepten und Hygienekonzepten und was da alles für Konzepte gibt. Und meistens schaut es in der Praxis dann doch anders aus, als man es in den Konzepten so macht. Aber es ist ein sicheres Fest und diese Kunde, das wäre schön, wenn Sie in die Welt hinaustragen, in die kleine und in die große Welt. Dafür ein herzlicher Dank auch an Sie. Damit lasse ich es bewenden und übergebe an die Wiesnstadt.